pH-Wert. Redensartlich ist ein Lackmustest ein Gradmesser, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist. In der Chemie dagegen spielt er eine Rolle, die auch für unseren Alltag wichtig ist. Der Biochemiker Søren Peter Lauritz Sørensen entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts die pH-Wertskala. Anhand der Skala kann bestimmt werden, ob eine Flüssigkeit sauer oder basisch ist. Hinter den Buchstaben P und H verbirgt sich der lateinische Begriff potentiae hydrogenae, potentiae gleich Kraft, Hydrogenium gleich Wasserstoff. Denn die Konzentration der Wasserstoffionen, H+, ist entscheidend für die Einstufung von wässrigen Lösungen auf der pH-Wertskala. Die Skala reicht von 0, sehr sauer, bis 14, sehr basisch. Reines Wasser hat einen neutralen pH-Wert von 7. Werte von 6,5 oder darunter gelten als sauer. Darunter fällt beispielsweise die menschliche Haut, pH-Wert 5,5, menschlicher Urin, pH-Wert etwa 6, oder Bier, pH-Wert 4,55. Werte ab 7,4 werden als basisch oder auch alkalisch bezeichnet. Menschliches Blut ist mit einem pH-Wert von 7,4 ebenso basisch wie Seife, pH-Wert 19, oder Beton, pH-Wert 12,6. Um den pH-Wert einer Lösung zu messen, gibt es verschiedene Methoden. Die wohl bekannteste und einfachste ist der sogenannte Lackmustest, bei dem der Farbstoff Lackmus als Indikator für Säuren und Basen den pH-Wert dient. Kommt Lackmuspapier mit einer wässrigen Lösung in Kontakt, verändert es seine Farbe je nach pH-Wert der Flüssigkeit. Färbt sich das Lackmus rot, zeigt es eine saure Umgebung an. Blau bedeutet, dass es sich um eine basische Flüssigkeit handelt. Ist der Säure-Basen-Haushalt im menschlichen Körper gestört, kann das Blut sauer werden. Durch Hyperventilieren, also heftiges, panisches Atmen oder eine Stoffwechselstörung kann das Blut zu sauer werden. Eine Übersäuerung, Azidose, kann sich unterschiedlich auswirken. Atemnot, Krämpfe oder auch Koma können die Folge sein. Ärzte schauen daher ganz genau auf den Blut-pH-Wert ihrer Patienten. Für Besitzer von Gartentechen ist der pH-Wert ebenfalls wichtig. Denn er gilt als wichtiger Indikator für die Wasserqualität. Ist das Ökosystem intakt, schwankt der Wert nur leicht. Wird der Teich zu sauer, kann das für Pflanzen und Tiere tödlich sein. Liebe Leserinnen und Leser, aktuell steht Ihnen leider keine Kommentarfunktion zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen werden. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider ist es nicht möglich, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team. A, E, F, J, K, P.